Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video hier. Leute, heute drehen wir eine Runde Pantomime. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, natürlich Team Ruthless gegen Team Sani mal wieder. Oh, guck mal, da hat sogar noch ein Ruthless zu dir an. Und ich würde einfach mal sagen, wir schnicken mal wieder, wer hier anfängt. Ey, Nico, bitte. Nico fliegt dir jetzt, also ist jetzt raus. Oh, Nico, du hast einen Sani. Oh, okay. Also, Team Sani darf entscheiden, ob sie anfangen. Wollt ihr anfangen? Hm? Nein, ihr fangt an. Ihr fangt an. Okay. Schwer? Bruder, es wird sehr eklig. Es wird echt sehr cringe. Bro, kannst du nicht machen eigentlich, aber okay. Hm. Sänger. Was ist das? Eine Frau. Sängerin. Okay. Sängerin. Doggy. Ah, Katja Krasitz. Ja? Die stand so eigentlich hat das. Katja Krasitz? Ja, Katja Krasitz, Doggy. Ah, okay. Ja, easy. Perfekt. Lange nichts mehr gesehen. Ich auch. Gleich ja. Es ist in Ordnung. Ich bin doch da. Hm? Nee. Schiedsrichter. Ich, du. Ich. Ich bin YouTuber. Du? Bist ich. Individuum. Okay, du bist ich. Kopie. Na, mach's nochmal. Jo, wahrscheinlich, oder? Instagram 20. Das war's. Hm? Das war's. Individuum. Oh, nice. Zocker, PC, Monte, Stream, Knossi, Peter, einfach Peter. Hm. Entertainer. Was ist das? Schwimmen? Schön zurück. Greenscreen. Bart und Wintermütze. Und Hoodie. Simon Unge. Ja. Aber erst mal weißt du, was ich da hinten bei Streamer? Nee, der ist kein Streamer. Oh, Stier. Ist doch schon mal das Meer darstellen. Oder irgendwas, wo man. Es hat was mit Wasser zu tun. Okay. Es ist ein Tier. Es ist ein Tier, was durchs Wasser schwimmt. Es ist ein Delfin. Es ist ein Hai. Es ist generell ein Säugetier. Das Große und Ganze. Meerestier. Meeresbewohner. Aquarium. Ey, Alge. Eine Alge! Mach auf! Tintenfisch. Was soll das darstellen? Kack, 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 warte. Ich bin ich gar nicht richtig, Nico? Begrüßen. Hallo sagen. Politiker. Zwei Wörter. Kassierer. Du verkaufst was. Du gibst jemandem was. Und der andere nimmt. Und bedankt sich. Bedankt sich. Was ist das? Du suchst. Okay, nochmal zurück. Okay, du gibst was? Hm, okay. Ich. Hm. Ja, okay, mach halt nochmal. Ein anderes Wort für sich bedanken. Also es hat schon was mit Wasser zu tun und es ist ein Meeresbewohner. Und es ist ein Aquarium. Okay. Aquarium. Es ist was, was im Aquarium ist. Verrückt. Ey, für mich kommt es rüber, als ob es irgendwas im Aquarium darstellen soll, so was Grünes, so eine Pflanze oder so, aber das ist wahrscheinlich nicht. Was soll das sein? Feuer. Aquariumfeuer. Du sagst mir, Aquarium ist schon mal richtig. Dann ist es Feuer. Aquarium, Vulkan. Und da ist ein Vulkan. Ey, komm ich da drauf? Eigentlich bist du schon drauf. Du hast schon fast, aber ja. Dir fehlt noch ein anderes Wort dafür. Was soll das heißen? Oh shit, oh. Ey, es tut mir gerade übel leid. Anderes Wort für bedanken. Der hängt da jetzt doch dran. Ist es richtig, gehe ich in die richtige Richtung. Sich bedanken. Für etwas. Ein anderes Wort für bedanken. Keine Ahnung. Was? Du tust ja nicht sowas wie Dankeschön oder so. Danke. Danke ist das erste Wort. Danke ist das zweite Wort. Das zweite Wort ist Danke. Zahlen. Zählen. Finger.
Geld. Hey Mann! Danke ist das zweite Wort, aber bin ich da irgendwie schon mal richtig? Mhm. Okay, dann suchen wir es erst. Eins, zwei, drei. Ist zählen. Nicht zählen. Tausend Dank. Tausend? Tausend? Ein anderes Wort für tausend. Vielen, vielen Dank! Ja! Oh mein Gott! Oh, Alter! Ah, tschüss, wir haben einmal noch abgedriftet halt mit 10. Ja, ja, und ich denke so, okay, Sven, ich probiere ihm zu erklären, dass es nicht Danke ist, sondern Dank und probiert zu zählen mit Buchstaben und schneidet den letzten weg, als ob der das checkt, Digga! Weil schau mal, ich hab das Aquarium, wir haben das Aquarium. Wir haben ein Feuer, was im Aquarium sein soll, und es soll verrückt sein. Feuer im Aquarium. Verrücktes Feuer im Aquarium. Muss ich bestimmt die Abdruckung noch nicht, oder was? Ja, nein, das sind alles, du brauchst nur für ein anderes Wort. Brauche ich Antwort für verrückt? Brauche ich Antwort für Feuer? Vulkan? Nein, Brand? Verrückter Brand im Aquarium. Dieses Verrückte. Lass weg. Das sind nur zwei Worte. Brand im Aquarium. Brandaquarium. Aquariumbrand. Warum ist das scheiße? Wie soll man denn das erklären? Wenn es gerade passiert. Brand ist ein anderes Wort für, wenn es jetzt aktuell ist. Wenn du es siehst. Du rufst die Feuerwehr an und sagst, hey, hier ist ein Brand. Brandaquarium. Ist ja auf dem Schlauch. Hier ist ein Brandaquarium. Kann sagst du ja nicht am Telefon. Was sagst du mir denn Feuerwehr? Ein brennendes Aquarium. Da kommt ein brennendes Aquarium. Ja. Welcher Zuschauer schreibt, dass man ein brennendes Aquarium pantomimisch darstellen soll? Fußball, Trainer. Trainer. Fußball, Spieler, Mannschaft, Trikot, Tor, Doom, Wappen, Trikot, Mannschaft, Mannschaft, Kapitän, ja du, ja du bist Fußballspieler, ja, du kriegst dein Wappen, Jubel, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Juventus. Hier, Manager, Führer. Juventus-Führer. Ah, Torschützenkönig. Achso, Italiener, Italienischer, Deutsch, Albaner, Italiener. Es geht jetzt schon los. Okay. Prinz Markus. Ey, scheiße, Mann. Italienischer Nationalfußballspieler. Italienischer Elfmeter, italienischer Fußball, Trainer, Mannschaft, Juventus, Serie A, Serie A, Bundesliga, keine Ahnung, Fußballclub, Premier League, oh mein Gott, Alter, tschüss, ich muss schon krass Fußballspieler okay. Auf das Land wechseln, das ist echt krass. Spendabel. Du bist spendabel. Gibst Geld jemandem auf der Trost. Das heißt, du bist ein guter Mensch. Ein anderes Wort für guter Mensch? Gönner. Großzügig. Großzügigkeit. Ein anderes Wort. Wir gehen aber in die richtige Richtung. Okay. Und du sagst, es passt. Du willst es nicht. Eben, du willst nicht das Rückgeld. Weil du bist reich. Oh, schade. Hat es was mit Geld zu tun oder symbolisiert das alles nur die Geste? Symbolisiert einfach nur die Geste, okay. Das könnte man einfach sein, großzügig, barmherzig, nett, wohlhabend, aber das trifft ja alles nicht zu. Mann. Großer Mann. Gemachter Mann. Bin ich knapp dran? Ja. Gemachter Mann, irgendwas wie gemachter Mann. Ich stehe ganz kurz davor, oder was? Ja. Du hast alles genannt, aber dieses Wort. Ja. Aber alles hast du schon. Spendabler Mann. Du, ich schwöre, es gibt keine andere Worte. Jetzt sag mir aber nichts. Ja, doch. Es ist dieser Scheißbegriff. Was? Ehrenmann. Ja. Okay. So, liebe Leute, das war's für den Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen im Video nach oben da, ihr wisst Bescheid. Schaut bei Nico vorbei, schaut bei Peter vorbei, schaut bei Sascha vorbei. Wie gesagt, schreibt unbedingt in den Kommentaren Begriffe, die wir einfach mal das nächste Mal nehmen sollten. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Mal. Haut rein.